Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Los geht's! Rödinghausen in grün, von links nach rechts. Wegberg in ganz rot, von rechts nach links. Erstes Foulspiel. Pesch in die Mitte. Und die Beker rücken raus. Schuster Richtung Töpken. Das ist ein guter Ball. Und dann verliert Töpken den Ball aus den Augen. Setzt sich aber durch. Töpken, ist das einer zu viel? Nee, Meier. Erste Torannäherung. Ein genauer langer Ball von Leersmacher. Und der fliegt denen jetzt um die Ohren. Safi und Latte. Und da war Meier noch dran. Das war eine Riesenparade. 10. Minute. Kein Foulspiel. Klefisch, gute Idee. Ball ist noch im Spiel. Norman Post. Kann er mit rechts abziehen vielleicht? Post legt den rüber für Torrens. Ein Traumtor. 12. Minute. Julio Torrens. Wo hat er den denn hergeholt? Wahnsinn. Erste Chance, erstes Tor. Durchstehen. Schauen Sie uns mal an, Post macht das klasse, kratzt den noch von der Auflinie und dann let it fly. Super Treffer. Die ist sehr gut und es steht 0-2 aus Rödinghäuser Sicht. Und wer denn sonst? Wer denn sonst als Marc Lefisch? 22. Und es geht weiter bergab. Und ihr seht da, wie fleißig notiert wird von den Scouts. Ich sage euch gleich, wer das war. Aber wie kann das sein? Was macht Matthias Hasmann da? Da muss er seinen Fuß außer Kontrolle haben. Die Ecke ist gut, keine Frage. Aber da muss er alles und jeden wegräumen und diesen Ball abfangen. Da kann keiner mit 1,76 im Fünfer im Kopfball. Das Kopfballduell gewinnen, das ist ja Wahnsinn. In 2 Wochen der FC Wegberg Beek am Tivoli zu Gast. Die Ecke ist wieder gut. Und dann Abseitsposition. Aber der Ball kam von einem Rödinghäuser, deshalb nicht gepfiffen. Es steht 3-0. Es kann nicht wahr sein aus Rödinghäuser Sicht, dass das so geht. Und die sind jetzt alle bei Assistenten und fragen nach. Hör mal, du winkst hier. Aber Leute, ihr müsst weiterspielen. Der Hauptschiedsrichter pfeift hier ab und sonst überhaupt niemand. Da kann der Marc da hinten winken wie ein Bekloppter. Ihr müsst weiterspielen. Ja, er hat abseits angezeigt. Aber der Ball kam offensichtlich von einem Rödinghäuser-Spieler. Wir können uns das nochmal angucken. Der Abschluss Hasmann hält. Und dann hören die auf zu spielen. Das gibt's ja gar nicht. Und hinten Klefisch berührt den Ball nicht. Deshalb ist es kein Abseits. Oh no. Ah, Meier, der ist sehr kurz und dann ist der Ball im Tor. 1-3. Das war eine komplett unnötige Aktion von Takahito Ono. 33. Rödinghausen ist wieder da und die wissen selber nicht warum und wie. Wir schauen drauf. Der Rückpass von Ono, der ist komplette Grütze. Meier musste aber auch ein bisschen energischer hin. Es ist kein Foul von Töpken und er macht sein 4. Saisontor. Und wieder das Handtuch und wieder der weitere Einwurf. Diesmal findet er einen Rödinghäuser Kopf. Und Jeff Dennis Fair in der 37. Nächste Möglichkeit. Hippe. Schwacher Ball. Den hat Hoffmanns in Köln gerochen. Hassani müsste lupfen. Spät. Hassani. 4-1. Geiles Tor. 42. Minute. Und so sehe ich
ich Mathis Hartmann gelobt habe fürs Mitspielen. Da war er zu sehr auf Manuel Neuer bedacht und wollte den Ball abfangen. Schlechtes Zuspiel von Maxi Hippe. Wir können uns das anschauen. Es ist der Ball von Hippe, der abgefangen wird von Hoffmanns. Der schaltet schnell und später Sani schaltet noch schneller. 4-1. Dacay. Eros Dacay. Also, es passiert in der zweiten Halbzeit überhaupt gar nichts. Das nehmen wir einfach mal rein für YouTube, damit die sehen, das ist der erste richtige Abschluss, der sowas wie in die Nähe des Tores geht. Von Rödinghausen und eigentlich auch von Wegberg. Töpken, Schuster. Töpken. Thilo Töpken, guter Ball. Luca Horn. Angerichtet. Sebastian Wilms dreht nochmal ab, nachdem er diesen Zweikampf gewinnt. Es ist sinnbildlich für diese Partie, die der FC Wegberg Weg mit 4-1 gewinnt. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.